Ein Ölkühler, die Funktionsweise und das Thermostat, ja oder nein? Der Ölkühler funktioniert wie die meisten anderen Kühler im Fahrzeug auch. Öl kommt heiß aus dem Motor, geht in den Ölkühler, dieser kommt in den Fahrtwind, durch den Wind wird das Öl abgekühlt und geht dann gekühlt wieder zurück in den Motor. In der Serie hat nicht jedes Fahrzeug einen Ölkühler. In unserem Fall bei Leistungssteigerung ist es dann so, dass das Öl häufig heißer wird und wir deswegen einen Ölkühler brauchen oder, wenn der Ölkühler schon vorhanden ist, entsprechend einen größeren Ölkühler brauchen. Wie kommt nun das Öl von dem Motor in den Ölkühler, wenn vorher kein Ölkühler da war? Der häufigste und einfachste Weg, Öl für den Ölkühler abzugreifen, ist über eine sogenannte Sandwichplatte. Die Sandwichplatte heißt Sandwichplatte, weil sie als Sandwich zwischen Motor und Ölfilter fungiert. In dem Moment, ich sage jetzt mal, ich kappe das hier mal weg, sitzt hier in der Regel mein Ölfilter. Den Ölfilter schraube ich runter. Der Ölfilterstutzen, der dann aus dem Motor rauskommt, ist dann hier, wird verlängert über solch eine Schraube und damit wird dann die Sandwichplatte am Motor montiert. Wenn das am Motor montiert ist, kann hier wieder der Ölfilter draufgesetzt werden und alles ist gut. Das heißt, Öl, was dann durch den Ölfilter läuft, gefiltert wird und wieder zurück in den Motor laufen soll, wird hier von der Sandwichplatte abgegriffen und geht dann in den Zulauf zum Ölkühler, durch den Ölkühler und wieder zurück und geht dann gefiltert und gekühlt in den Motor zurück. Perfekter Kreislauf. Jetzt ist die Frage, was macht das Thermostat? Dieses Thermostat, nicht genau, aber ist ungefähr auf 80 Grad eingestellt. Das ist die optimale Betriebstemperatur für Öl und öffnet sozusagen diesen Kreislauf durch den Ölkühler erst bei 80 Grad. Das heißt, das Öl kommt aus dem Ölfilter zurück in die Sandwichplatte, sammelt sich hier drin, soll jetzt Richtung Ölkühler gehen, hat aber noch nicht die richtige Temperatur und der Kreislauf bleibt geschlossen und es geht wieder zurück in den Motor. Erst wenn die richtige Temperatur erreicht ist, öffnet das Thermostat den Kreislauf zum Ölkühler und führt dann das gekühlte Öl zurück in den Motor. In dem Moment, wo ich aber mit hohen Windgeschwindigkeiten arbeite, auf, ich sag jetzt mal, Rennstrecke mit hohen Geschwindigkeiten unterwegs bin oder mit auf der Autobahn fahre, kann es dazu kommen, dass ich das Öl viel weiter runterkühle, als es eigentlich soll. In dem Moment macht das Thermostat absoluten Sinn. Das Gleiche habe ich, wenn ich zum Beispiel im Renneinsatz meinen Motor schnell auf Betriebstemperatur bekommen möchte. Dann will ich nicht das Öl erst durch den Ölfilter durchleiten, sondern ich will möglichst den Kreislauf klein halten, damit die Öltemperatur steigt auf dahin, wo es soll. Und dann soll das Öl gekühlt werden, wenn die Temperatur überschritten wird. Ein Thermostat zu verwenden, wenn man eigentlich keins braucht, kann einen kleinen Nachteil bringen, da die Konstruktion der Sandwichplatte mit Thermostat so ist, dass auch bei geschlossenem Thermostat ein gewisser Kreislauf da sein muss. Sonst würde der Motor ja kein Öl mehr bekommen. In dem Moment ist es aber bei geöffnetem Thermostat so, dass nur ein Teil des Öls durch den Ölkühler fließt und damit die Ölkühlung entsprechend vermindert sein kann. Deshalb, wenn eine große Kühlleistung erfordert wird, solltet ihr zu einer Sandwichplatte ohne Thermostat greifen. Kein Thermostat zu haben, macht in vielen Viertelmeile-Einsätzen Sinn, wo ich schnell, schlagartig hohe Temperaturen habe, aber eben nicht die Situation habe, dass ich zu kalt werden könnte. In gewissen Einbausituationen, wo die Sandwichplatte nicht funktioniert, weil der Ölfilter anschlägt oder weil die Leitungen an der Stelle nicht weggelegt werden können, muss man auf eine individuelle Lösung zurückgreifen. In dem Fall bieten wir ein relativ weites Sortiment an Fitting, Adaptern etc. an, um eine andere Konstruktion für den Ölkühler zu schaffen. Und dann gibt es zusätzlich auch externe Thermostate, die man dann irgendwo anders in die Leitung einsetzen kann, um genau den gleichen Zweck zu erfüllen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr es liked und unseren Kanal abonniert, um weitere Videos zum Thema Motorentuning zu sehen.